Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Nachdem die liebe June von June Italian Greyhound sich ja schon so lange dieses Video wünscht, seht ihr heute einmal die Jona im Bad. Also die gute Maus muss mal wieder gebadet werden. Sie stinkt nämlich etwas und das kriege ich leider nicht mehr rausgebürstet bei ihr. Ich hoffe, sie wird sich gut anstellen und dass wir einigermaßen gut dieses Bad hinter uns bekommen. Sie ist nämlich nicht gerade die einfachste Hündin zum Baden. Ich würde immer sagen, bevor sie hier komplett durchdreht, legen wir mal los. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Genau wie bei Chewy benutze ich zum Baden von der Jona das Kokosöl-Shampoo von Trixie. Das habe ich mal bei Zoo und Co. geholt. Das kriegt ihr aber eigentlich auch so gut wie überall. Wie machst du das? Super, mein Tier. Schön hier bleiben, Maus. Nachdem die gute Maus jetzt das Baden überlebt hat, wir haben auch nur, glaube ich, 3 oder 4 Auspuffsversuche gehabt, wird sie jetzt einigermaßen geföhnt. Und jetzt könnt ihr mal sehen, was Föhnen bei der Jona bedeutet. Bevor ich die Jona aber föhne, werde ich sie noch einmal kurz durchkämmen. Bei ihr benutze ich nur die Bürste, den Kamm benutze ich gar nicht, weil sie eh schon gut genug aufgedreht gerade ist und froh ist, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Ach ja, bei ihr benutze ich übrigens auch noch Leckerlis im Bad, dadurch, dass sie einfach so aufgedreht und so, ja, nicht begeistert vom ganzen Geschehen hier ist. Heute gibt es bei uns übrigens Speckwürfel, kleine. Fange ich immer ganz vorsichtig an. Also erste Stufe und erste Hitzestufe, dass es gar nicht so laut und so heiß ist, dass einfach die Madame sich ein bisschen dran gewöhnt und dann ziehen wir mal weiter. Aber ich gehe nie auf die heißeste Stufe und auch nie direkt an den Hund ran. Das ist nicht gut für den Hund, das ist nicht gut für die Haut
Und das sollten wir Menschen auch nicht mit unseren Haaren machen. Jona lasse ich jetzt einfach von Luft trocknen. Sie hat es schon richtig, richtig gut mitgemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Maus. Es war nicht immer so. Also früher hatte sie panische Angst im Bad, hat gar keine Leckerlis zu sich genommen, wollte auch gar nicht gestreichelt werden oder sonstiges und hat wie wild um sich herum geschnappt. Wenn der Föhn ihr zu nah an die Ohren kommt, dann schnappt sie immer noch gerne danach. Das lasse ich ihr auch ganz ehrlich gesagt, denn das ist ein unangenehmes Gefühl und das kann ich verstehen, wenn sie dann danach schnappt. Sie muss es ja auch irgendwie zeigen. Also wie ihr sehen könnt, es ist nicht unbedingt so einfach, die Jona sauber zu machen wie den Chewy. Aber die Madame hat sich sehr gemacht. Wir haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Es ist weit entfernt von perfekt, aber für uns passt es so. Und solange sie es einigermaßen gut mitmacht und uns danach immer noch mag und uns nicht aus Rache dann irgendwo hinkackt, bin ich total glücklich. Und ja, das Tier riecht jetzt auch wieder Kokosnuss frisch. Und ja, dann lassen wir sie jetzt mal in die Freiheit, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Und du, liebe June, ich hoffe, du bist jetzt super, super glücklich über dieses Video. Das habe ich nur für dich gemacht. Die Jona ist weniger glücklich, aber so ist halt das Leben, ne? Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut!